Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Im letzten Video war es noch unklar, ob ich aussteigen werde oder nicht. Da war es noch unklar, ob ich in die Qualifikation komme oder nicht. Seit dem letzten Video ist viel passiert und ich habe es tatsächlich geschafft und bin Erster in meiner Liga geworden. Was bedeutet das jetzt? Werde ich dadurch sicher aufsteigen? Naja, ich bin mir da nicht so sicher. Viele von euch sind sich sehr sicher und haben mir schon zum Aufstieg gratuliert. Ich habe erstmal keinem geantwortet. Denn ich bin mir wirklich nicht sicher. Für mich bedeutet diese Aussage, dass ich Qualifikation spielen muss. So ehrlich will ich sein. Ich hoffe nicht, dass ich diese Aussage richtig verstehe. Aber das Ganze ist wieder mal wie Santiago Ziesma äußerst schwammig. Also gucken wir uns das Ganze hier mal an. Es gibt keine vier Qualiplätze mehr innerhalb einer Liga. Stattdessen steigt der Meister direkt auf. Das heißt, Ligen, die bisher vier Qualiplätze bekommen haben, bekommen jetzt einen direkten Aufstiegsplatz und keine Qualiplätze mehr. So, meine Freunde, in der vergangenen Saison hatten wir aber nur zwei Qualiplätze in meiner Liga. Bedeutet, meine Liga ist eigentlich davon gar nicht betroffen. Wir gehen hier mal in die sechste Saison herein und da sehen wir nur zwei Qualiplätze. Bedeutet, meine Liga bekommt, wenn wir uns nur auf diese Aussage stützen, keinen direkten Aufsteiger. Sehr ärgerlich. Kann man nichts machen, meine Freunde. So ist es halt jetzt leider. Und ich muss erstmal abwarten, was das jetzt hier alles so zu bedeuten hat. Wo bin ich denn jetzt gelandet, meine Freunde? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Keine Ahnung, meine Freunde. Also vermutlich werde ich keinen direkten Aufsteiger haben. Aufstieg feiern dürfen. Aber ich weiß es nicht so genau, meine Freunde. Ihr könnt mir gerne mal eure Vermutungen in die Kommentare schreiben. Habe ich die Aussage falsch verstanden? Hoffentlich. Oder seht ihr das genauso? Wir hatten keine vier Qualiplätze, also bekommen wir auch keinen direkten Aufsteiger. So verstehe ich die Aussage. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil des heutigen Videos, meine Freunde. Wir werden jetzt den Spieler der Saison bestimmen. Da könnt ihr jetzt mitmachen. Ich werde euch einige Spieler vorschlagen und ihr könnt dann in den Kommentaren abstimmen, wer der Spieler der Saison werden soll. Einige Namen könnt ihr euch auch schon denken und ein neuer ist noch hinzugekommen. Ich glaube, dessen Leistung habe ich immer ein wenig ignoriert. Der hat aber auch eine super Saison gespielt und deswegen wird er auf jeden Fall auch zur Auswahl stehen. Einmal natürlich mein Stammkeeper, den kennt ihr, Pietro De Rosa, super Saison gespielt, 28 Spiele über die volle Distanz gespielt, einmal in der 90. Minute ausgewechselt, aber ich glaube, das geht auch noch als volle Distanz durch. Durchschnittsnote 2,57, wirklich überragender Mann und daher wird er auf jeden Fall zur Auswahl stehen, den könnt ihr wählen. Dann natürlich mein Linksverteidiger Fatih Maitimo. Er hat sogar 34 Spiele über die volle Distanz gemacht, ist niemals ausgewechselt worden, auch nicht in der 90. oder so. 34 Spiele, stand immer auf dem Platz, jede einzelne Spielsekunde. 14 Vorlagen und sogar am Ende der Saison noch ein Tor geschossen. Das war ein Elfmeter. Er ist der zweite Elfmeterschütze und da der Schelsker verletzt war, ist er dann halt angetreten und hat das Ding auch unter die Latte gehämmert. Sehr schön. Also ein Tor hat er dann tatsächlich auch geschossen und er steht natürlich zur Auswahl. Und ein Mann, dessen Leistung ich immer so ein wenig schmälere, aber auch eine super Saison gespielt. 10 Tore, 3 Vorlagen, Gregor Schröder. Das müssen wir eigentlich auch würdigen und deswegen stelle ich ihn auch zur Auswahl. Hat in der aktuellen Saison den OM erlernt, das kommt auch noch oben drauf. Und ja, für einen Zehner wirklich eine überragende Quote. 10 Tore, echt nicht schlecht. Ein paar Vorlagen mehr hätten es gerne sein dürfen, aber trotzdem ein Supermann. Er wird häufig ausgewechselt. 32 Spiele, ich glaube so ungefähr 16 über die volle Distanz. Ansonsten kommt er meistens dann in der 70. Minute raus oder wird mal eingewechselt. Aber trotzdem ein sehr wichtiger Spieler, der wirklich eine fantastische Saison gespielt hat. Und natürlich auch der Al Schelske, den könnt ihr auch wählen. Er ist jetzt gerade 24 geworden und hat leider am Ende der Saison nicht mehr spielen können, weil er halt verletzt war. Das war sehr ärgerlich, weil es einfach ein sau wichtiger Spieler ist. Ich habe den heute mal 5 Minuten spielen lassen. Falls ich Quali spielen muss, wovon ich jetzt ausgehe, soll er komplett fit sein. Und deswegen hat er heute dann nochmal 5 Minuten bekommen, damit er einfach dann zumindest nochmal ein bisschen Spielpraxis gesammelt hat. Weil ich habe ihn die letzten Tage nicht eingewechselt oder nicht eingesetzt, auch wenn er schon wieder fit war. Denn nur weil die Verletzung auskuriert ist, sind die Spieler hier nicht gleich bei 100%. Es gibt ja auch noch die Fitness, die man beachten muss. Und deswegen habe ich ihn erstmal nicht gespielt, damit er wirklich topfit ist dann in der Qualifikation. Übrigens hatte ich auch noch andere tolle Spieler in der aktuellen Saison, aber die sind dann häufig halt erst in der Winterpause gekommen und deswegen stehen die nicht zur Auswahl. Denn Molnar hat super gespielt, ist wirklich ein fantastischer LOM, obwohl er nur den Stürmer hat. Aber den könnt ihr nicht wählen, denn ganz klar,
der hat nur die Rückrunde gespielt und ein Spieler, der nur in der Rückrunde im Verein war, der soll natürlich jetzt hier nicht zur Auswahl stehen für den Spieler der Saison. Fast reingenommen hätte ich auch noch den Ruiz, das ist ein super DM, aber 2,92, naja, hat mir dann nicht ganz gereicht, auch wenn es wirklich eine ganz gute Note für einen DM ist. Aber das sind jetzt die Spieler, die zur Auswahl stehen. Wählt einfach mal den Spieler der Saison. Ich bin sehr gespannt, wen ihr von den Vieren vorne seht. Okay, meine Freunde, kommen wir zu euren Transfers. Ich bin wieder mal sehr gespannt, was ihr mir da hingepostet habt. Ich schaue mir so zwei, drei Stück an. Und zuletzt waren wir ja hier beim Jan-Erik Kaiser. Dann werde ich jetzt auch mal die bereits angeschauten Transfers durchliken, damit ich immer genau weiß, wo ich weitermachen soll. So, meine Freunde, ich habe schon mal die ersten beiden Spieler aufgemacht, da das hier mal ein bisschen umständlich ist. Wir haben hier einen Transfer vom Thorsten Schreuf, einmal im Einkauf und einmal im Verkauf. Sehr interessant. Wir starten mal mit seinem Einkauf in der Winterpause und den finde ich eigentlich ziemlich gut. Der kam für 360.000 Euro. Und ist ein ordentlicher Stürmer, 26 Jahre alt, ist ein Rechtsfuß. Danke, Online-Liga, man sieht das jetzt. Ich habe nie verstanden, warum man das vorher hier nicht gesehen hat. Jetzt sieht man das Ganze endlich. Ist ein Rechtsfuß, also ein schöner rechter Stürmer. Schnelligkeit, kein klares Defizit, 20% im Vergleich zu 26% Gesamt. Schusstechnik vorhanden, Kopfball vorhanden, ist also ein ordentlicher Stürmer und der funktioniert. 8 Tore hat er in der Rückrunde gemacht. Also machen wir einen Strich drunter. Ist vollkommen in Ordnung. Preis-Leistung ist gut. Nicht sehr gut, aber gut. Und da hat er auf jeden Fall aus sportlicher Sicht alles richtig gemacht und auch aus wirtschaftlicher Sicht auf jeden Fall einen guten Transfer getätigt. Jetzt versucht er hier einen Jugendspieler loszuwerden und eigentlich so ganz in meinem Stil erstmal teuer anfangen. Aktuell ist er noch viel zu teuer. Für 12% Spieler gibt es nicht wirklich einen Markt. Ab 15% geht das dann eigentlich los, manchmal 14%, je nach Werteverteilung. Aber für einen 12% Gesamtspieler gibt es leider keinen Markt. Der hat einen ordentlichen Talentwert, bedeutet, man kann hier noch ein bisschen warten und den dann mit 15% verkaufen. Dann ist der Kollege 22, 23, eher 23 und dann wird es auch wieder schwierig. Ich denke, dass man für den Kollegen so 20.000 bis 30.000 Euro bekommen kann, vielleicht 40.000. Ich würde ihn jetzt vielleicht schon mal für 30.000 bis 40.000 Euro anbieten. Mehr ist da leider nicht drin. Oder halt das Talent noch weiter aufdecken. Ich glaube, dass der nicht viel talentierter sein wird, aber wir gucken jetzt ganz kurz mal hier nach. Der ging logischerweise dann rein in der Sommerpause Saison 6, weil es ja ein Jugendspieler ist und hat plus 1,5 gemacht. Naja, meine Freunde, also das ist jetzt nicht so überragend. Vielleicht bekommt er noch die 17. Ich denke mal, die 18 werden es nicht werden. Naja, ich glaube, das wird schwierig hier mit den 94.000 Euro. Ich würde es genauso spielen, meine Freunde, ja? Versteht mich da nicht falsch. Immer teuer anfangen und dann runtergehen. Das ist genau richtig. Nur ich sage ganz klar, das wird nicht funktionieren. Vermutlich ist hier so 35.000 Euro dann irgendwann realistisch. Ich arbeite mit ähnlichen Spielern, aber die müssen dann halt wirklich 15% haben und dann gibt es dafür einen Markt. Für 12% Spieler gibt es keinen Markt. Für 15% Spieler gibt es plötzlich einen recht großen Markt aus der sechsten Liga. Kann ich euch ganz kurz mal ein paar Beispiele zeigen? Wir haben hier beispielsweise zum Beispiel, beispielsweise ein Beispiel. Also wir haben diesen Spieler hier verkauft. Für 50.000 Euro, sehr gute Werteverteilung und dann funktioniert das halt, ja. Aber für einen 12% Spieler wird man keine 50.000 Euro bekommen. Fand ich einen sehr stabilen Transfer, war eine halbe Saison im Verein. Wir haben fast keinen Einsatz gehabt und 50.000 Euro bekommen. Das gefiel mir eigentlich ziemlich gut. Dann machen wir mal weiter mit dem Private und vielleicht noch ein Wort hier zum Thorsten, zum zweiten Spieler. In so 5.000er Schritten kannst du auch runtergehen. Du musst jetzt nicht sofort die 35.000 Euro einstellen, sondern so in 5.000er Schritten runtergehen. 90.000, 85.000, 80.000. Hast ja Zeit, den zu verkaufen. Hast nicht die Hektik, den jetzt schon in der Sommerpause zu verkaufen. Deswegen ganz entspannt da runtergehen. Vielleicht bekommst du ja doch mehr. Denn man kann fehlende Hard Skills als Manager in diesem Bereich auf jeden Fall dann mit guten Soft Skills ausgleichen, also einfach geduldig sein und dann funktioniert das auch. Ich bin immer sehr uninformiert tatsächlich, aber dadurch, dass ich so geduldig bin, erziele ich dann trotzdem meistens sehr gute Verkaufspreise. Und deswegen, wenn einem da vielleicht der Hard Skill fehlt und man nicht so genau weiß, wie ist der Markt da aktuell, weiß ich meistens auch nicht. Einfach geduldig sein, mit einem Soft Skill ausgleichen und dann funktioniert das auch wunderbar. Nicht nur Spieler haben Soft Skills, auch Manager. Und die sind manchmal noch wichtiger als die Hard Skills. Ist bei den Spielern ja tatsächlich auch so. Okay, was haben wir hier? Ich glaube, im Einkauf einen Stürmer.
Okay, für 3.800 Euro hat er den gekauft. Da bin ich sehr gespannt. Erwarte ich jetzt nicht so viel, meine Freunde. OM Stürmer, aktuelles Gehalt 10.700 Euro. Alter Schwede. Also da hat er ja das Schnäppchen des Jahrtausends gemacht. Talent wird noch nicht aufgedeckt, werden wir uns gleich mal anschauen. Aber 21 Jahre alt, Gehalt ist in Ordnung, Schnelligkeit ist der beste Wert mit dem Kopfballwert zusammen. Beide sehr wertvoll. Also nach der Schnelligkeit vielleicht der wertvollste Wert, dann meistens der Zweikampfwert, aber bei einem Stürmer durchaus auch mal der Kopfballwert. Hammerspieler für das Geld. Ist ja ein Witz, meine Freunde. Und Talent ist noch nicht aufgedeckt. Wenn das jetzt auch noch krass ist, dann ist es wirklich einer der besten Transfers, den ich je gesehen habe. Boah, ist auch nicht schlecht, ne? Ist nicht schlecht, wird so ein, boah, 18er, 19er Talent haben. Also für mich, glaube ich, bisher wirklich der beste Transfer, den ich so für 3.800 Euro gesehen habe, auch für 10.000 oder 20.000 Euro gesehen habe. Also das ist ein richtig krasser Einkauf. Und ich glaube, dann machen wir noch weiter hier. Der Private hat noch einen reingeschrieben. Topstürmer für relativ geringe Ablöse kommt leider nicht an meinen Stammstürmer im Moment vorbei. Warum er da leider schreibt, weiß ich nicht. Ist doch cool, wenn du so einen starken Stammstürmer hast, aber vermutlich, weil es einfach ein schöner Spieler ist. Dann kann ich das leider doch wieder nach. Dann kann ich das leider doch wieder nach. Ich laber gerade nur Scheiße, ne? Cliff Pollock, 23 Jahre Stürmer, 32% Gesamt, 34% Schnelligkeit, das ist schon mal wichtig. Talent 30, super Spieler bisher. Trifft. Naja, scheint jetzt nicht den heftigsten Torriecher zu haben in Liga 3. Naja, vermutlich auch nur 15 Mal eingewechselt worden, aber trotzdem, das ist auf jeden Fall jetzt nicht so optimal, aber super Hard Skills und vermutlich mittelmäßige Soft Skills. 981.000 Euro ist für mich in Ordnung, ist ein guter Preis, kein sehr guter Preis, aber den finde ich vollkommen in Ordnung. Also da würde ich auf jeden Fall den Daumen nach oben geben, der ist gut und dein Trading-Spieler ist sehr gut. Sowas sieht man wirklich sehr selten, dass er einen sehr tollen Spieler für sehr wenig Geld bekommen. So, meine Freunde, das war's zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und dann beim nächsten Mal kann ich auch wieder Deutsch. Also, adios, meine Freunde.